Hallo und herzlich willkommen, ja, zu einem neuen Angespielt, ja. Let's Play ist es noch nicht, weil es ist, ihr seht es, eine Demo, 1.0.0 Demo, vom Car Mechanics Simulator 2021. Zuletzt haben wir ja den Car Mechanics Simulator 2018 gespielt, also 3 Jahre her. Und, ja, ihr habt gesehen, dass es für den 21er jetzt die Demo gibt. Deswegen, da wollen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich würde sagen, wir starten ins Spiel. Bin mal sehr gespannt drauf, was sich da alles geändert hat, getan hat. Und die Musik ist sehr laut. Die müssen wir mal... So... deutlich leiser stellen. So ist, glaube ich, besser. So. So, was haben wir noch? Einstellungen. Wow, hat es einfach wieder zurückgestellt. Ich hätte sie übernehmen sollen. So, speichern. Auflösung passt. Vollbild, ja. Grafikqualität hoch. Können wir locker auf Ultra gehen, denke ich. Passt. Speichern. So, dann gehen wir mal raus und machen Demo spielen. Auf Steam ist die übrigens erhältlich, die Demo, kostenlos. Wer also selber mal reinspielen möchte, kann das ganz gerne tun. So. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, empfehlen wir, das Grundlagentutorial zu machen. Okay, machen wir. Ich will ja mal reinschauen, was es da alles an Neuigkeiten auch so gibt. Weil da hat sich mit Sicherheit das ein oder andere getan. Und ja, bin mal sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. So, geht zum Telefon, nehmt einen Auftrag an. Das ist alles ein bisschen farblos hier. Soll das so sein? Kann natürlich jetzt noch mit der Demo zusammenhängen. So. Im Tutorial gesperrt. Okay, Salem, den nehmen wir. Auftrag annehmen. Logischerweise. So, öffne die Motorhaube. Kriegen wir hin. Ah, hier gibt es jetzt die ganzen Flüssigkeiten. Das ist neu. Windschutzscheiben, Wasserbehälter... So, muss ich den einfach nur an... Deckel? Demontage, okay. Fülle Flüssigkeiten nach. Kriegen wir hin. Bis jetzt gab es immer nur Motoröl, was wir nachfüllen mussten. Noch mehr? Okay, hebe das Auto mit der Auf-Taste an. Das ist jetzt auch getrennt. Früher gab es nur eine. So, bringe, geh zum Ölablass. Da. Bewegen. Dahin. So, lass das alte Öl raus. Hoppla. Ah, okay. Genau, das ging im 2018er ja auch schon so. So, dann stellen wir die ganze Geschichte wieder zurück. So, klicke auf die Aufhängung. So, nimm den Ölfilter raus. Machen wir. Öffne das Tortenmenü. Montage von Teilen. So, senke das Auto mit der Abtaste ab. Da gab es früher immer nur eine Taste, da gab es auch keine zwei. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch
Öl einfüllen. So. Rechtes Vorderrad. Entferne das Rad. Geh zur Reifenmontiermaschine. Okay, wir machen einfach alles mal so ganz grob durch. Zack. Reifen drauf. Finde ich gut gelöst. Man macht also mal einen Schnelldurchgang durch, dass man weiß, was es eigentlich alles zu tun gibt. So, so, ich muss ja... Reifen aufziehen. So, gekauft haben wir den anscheinend schon. So, nimm das Rad. Sucht mal das Ganze aus. Ach so, nach links drehen. Okay, muss man jetzt auch selber machen. So, geh zum Auto zurück, klick auf die Aufhängung. So. Das montieren wir wieder. Passt. So, klicke auf die Aufhängung vom linken Vorderrad. Nimm das Rad ab. Ach genau, Stoßdämpfer kann man ja auch auseinanderbauen. Stimmt, ja. So. Jetzt müssen wir zum Federspanner. Da hinten ist er. Rein mit dem ganzen Teil. So. Wähle im Verbinden, da haben wir das da, das da, das da. Das war jetzt nicht der Hit, aber bauen wir halt ein. Auftrag beenden. Fahrzeuginfo und hier Auftrag beenden. Auftrag Details. Hier Auftrag beenden. Okay. So, Grundlagentutorial abgeschlossen. Okay. Gut, also was neu hinzugekommen ist, sind die Flüssigkeiten, die Mehr an Flüssigkeiten. So wie ich im Startbildschirm ja gesehen habe, gibt es auch wohl Kühlwasser, was wir auffüllen müssen. Wir können das Auto wohl waschen. So, willkommen bei Car Mechanic Simulator 2021 Demo. In dieser Demo möchten wir einige neue Funktionen vorstellen. Die Demo enthält zwei Aufgaben, in denen zwei neue Autos vorgestellt werden, Salem G500 und das Sakura Super. Zusätzlich kannst du deine Hände in deinem eigenen Walz 2040 schmutzig machen. Komplett aufgewertete Werkstatt mit neuem Großraumlayout. Einige Werkzeuge sind gesperrt, verfügbare Fahrzeuge, Reparaturtisch, Auswuchtmaschine, Radwechsler und Federnabzieher. Okay. Das ist unsere neue Werkstatt.
Da haben wir einen Car Wash. Mega. Cool, freue ich mich schon drauf. Können wir Autos jetzt auch waschen? Innenreinigungsset. Do not enter. Oh, das ist der neue Leistungsprüfstand. Ein Allradprüfstand. Das sind die Ventilatoren. Da haben wir einen Werkzeugkasten. Noch einen Werkzeugkasten. Nicht in der Demo verfügbar. Tuning. Ah, da können wir Tuning dann wohl irgendwie machen. Aber ist nicht in der Demo verfügbar. Paint Shop. Ach, das ist ja unsere Lackierkabine. Hier ist nochmal eine Grube und auch nochmal irgendwie eine Art. Und hier ist wohl der Bremsenprüfstand. Ach, das ist hier wohl der Test. Der Testraum, wo man die Fahrzeuge testen kann. Das ist die Lackierkabine. Cool. Schön gemacht, schön aufgeteilt. Also die Werkstatt ist schon mal deutlich ansprechender als ein 2018er. Das muss ich ganz klar sagen. So, hier haben wir einen kleinen Werkraum, Reparaturtabelle, Teile. Wahrscheinlich auch nicht in der... Ich habe keine passenden Ersatzteile. Reparaturtabelle, Karosserie. Okay. Auch nochmal Karosserie. Teile. Haben wir keine. Bremsendrehbank. Okay, kann ich hier Bremsscheiben abdrehen oder sowas? Das ist auch neu definitiv. Oh, wir haben ein richtiges Ersatzteillager. Krass. Sehr schön. Was haben wir hier? Nix. Da können wir das Aussehen der Werkstatt ändern. Okay, da haben wir den Federspanner. Ach, das ist die Werkstatt, die wir eben schon gesehen haben. Zwei Hebebühnen gibt es hier. Die kann man wahrscheinlich noch mehr ausbauen, denke ich mal. Da haben wir den Öl. Hochmoderner Computer. Nicht. Da ist unser Telefon. Werkzeugkasten, nicht in der Demo verfügbar. Ah, das ist der Motorkran. Okay, da können wir Motoren ausbauen. Werkzeugkasten, das ist das Schweißgerät. Wahrscheinlich auch nicht in der Demo verfügbar. Genau, damit kann man dann Karosserieteile machen. Innenraumpflege. Werkzeugkasten, gibt es auch noch wieder so ein Batterieladegerät? Das gab es ja in der 2018er. Da haben wir neue Reifen. Zum Batterieladen sehe ich jetzt nichts. Entweder übersehe ich es, oder es ist tatsächlich nicht mehr dabei. Vielleicht haben sie das rausgenommen. Oder es kommt noch. Das kann, Moment, hier. Ladegerät, da ist es. Okay, da können wir die Batterien laden. Gibt es also auch noch? Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den ersten Auftrag an, ne? Oh, ein Radio gibt's, okay. Telefon. So. Teilezustand mindestens 100%. Oh, guckt euch das an. Alter. Okay, das ist hier eine verfremdete Marke, aber von der Karosserie her ist das eindeutig ein alter Volvo. Krass. Mega. Oh, auf sowas zu reparieren freue ich mich schon. Was haben wir hier noch? Achso, hier kommen wir hinten um die das Lager und so rein.
Oh, haben wir einen Abschleppwagen? Und mal mit dem fahren können, Autos holen? Das wäre mega. Weiß nicht, ob sowas kommt, aber das wäre richtig mega. Ah. Moment, hier ist doch wahrscheinlich Fahrzeug bewegen, genau. Auf die erste Hebebühne stellen. Auf die zweite. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn hier unser Auftrag? Fahrzeuginfo. Das ist ein Kampagnenauftrag. Was müssen wir denn hier machen? Hallöchen, ist der Boss nicht da? Ich habe gehört, dass du hier zur Probe arbeitest. Großartig, ich habe nur ein paar einfache Dinge zu erledigen. Regelmäßige Wartung, Bremsen, Zündkerzen, Stoßdämpfer. Klingt so, als müssten noch ein paar auch die Lager geprüft werden. Du kennst das ja. Viel Glück bei deiner ersten richtigen Aufgabe. Okay, Bremsbeläge müssen wir neu machen. Die Bremsscheiben, Rattenlager, Spurstangen, Köpfe, Zahnriemen. Zündkerzen und Zündspulen. Okay. Dann fangen wir hier mal an. Zündspulen. Die kommen raus, weil kaputt. Zündkerzen sind da drin, die kommen auch raus. Aber wir sollen ja auch den Zahnriemen machen, ne? Das heißt, wir müssen eh aufschrauben. Sonst kommen wir da nicht dran. Cool. Das ist auch neu. So, wo ist denn der Zahnriemen? Hier. Ich muss erst anderes wegmachen. Ach, da vorne. Dafür muss ich den ganzen Kladderadatsch abbauen. Okay. Ich hätte die Flüssigkeit ablassen müssen. Gut. Ja, bei Öl kenne ich das ja, bei dem anderen war mir das jetzt nicht so bewusst. So, jetzt kommen wir dran. Erster Spanner weg. So, jetzt kann der Riemen weg. Ich glaube, nur den sollen wir erneuern, ne? Nein, das nicht. Ich brauche neue Teile. Zahnriemen. Ersatzteile. Zahnriemen. Der war das, glaube ich. Der war das, glaube ich. Spanner müssen wir wahrscheinlich auch neu machen, oder? Der war das, glaube ich. So. Zündkerzen. Zündkerzen.
Hä? Wieso habe ich hier keine Zündkerzen? Okay. Ah, weil die hier drin sind. Und Zündspulen brauchen wir auch 4. So. Okay, ein extra Shop dafür. So. Den nehmen wir. Den hätte ich gar nicht erneuern brauchen. Egal. Kommt jetzt neu. Fertig. Gehe ich mal davon aus, dass die noch okay ist. Aber Spanner macht man halt normalerweise neu. So. Batterie wieder rein. Wassertank wieder rein. Quark, so. Und Wasser rein. So. Komme ich denn darüber? Machen wir schon mal die Zündkerzen wieder rein. Na. So, Deckel drauf. Wichtig und richtig sind Spulen. Da haben wir die Teile da schon mal wieder neu. So, das wäre der Bereich im Motor, würde ich sagen. Wir gucken gerade mal. Zahnriemen. Ja. Spurstangenköpfe. Bremsscheiben, Bremsbeläge. Und 2 Radlager. Okay, das ist noch ein bisschen verbuggt mit dem Umschalten her. Ja, das funktioniert noch nicht ganz so. Aber das kriegen wir auch noch hin. Aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, denn die Zeit ist um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir uns an den Bremsen und so versuchen, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.